Who says a small poster can start a big collection? Ja, mit diesen Worten möchte ich dieses Video eröffnen. Hallo ihr Zombies und Zombien und hallo YouTube. Ich bin der Chris Winfield und begrüße euch dieses Mal wieder zu einem kleineren Sammlungs-Update-Video vor. Ja, ich weiß. Im letzten Video hatte ich euch gesagt gehabt, dass es voraussichtlich das letzte Video gewesen ist, das ich erstmal gemacht habe für das Jahr 2022. Ich dachte mir aber, hey, solange ich noch eine Vitrine zu stehen habe, kann ich dann noch eventuell ein, zwei Dinge euch vorstellen. Und ich dachte mir, ey, ich habe ja schon seit einigen Wochen diese Displayed-Platte hier zu liegen, ein Poster von Displayed, und dachte mir, komm, stellst du noch dieses eine Objekt vor und dann machst du einen Cut. Und deswegen sind wir alle hier. Wir schauen uns mal an, worum es sich genau hier handelt, was überhaupt Displayed ist, und ich würde sagen, wir legen damit auch gleich los. Ja, was haben wir nun hier? Displayed ist bekannt dafür, dass sie verschiedene Motive aus dem Gaming-, Fantasy-, Filmbereich haben und diese dann in Poster-Varianten umwandeln. Das Spezielle daran ist, dass diese Poster aus Metall sind. Das heißt, die kann man magnetisch an die Wand verankern. Alles, was man dazu braucht, ist in diesem Karton drin. Das heißt, man braucht keine Nägel, um die Wand zu beschädigen oder sonst dergleichen. Ein Magnet ist mit dabei und natürlich das Poster an sich selbst. Das Motiv, was man sich dann aussuchen kann. Sie haben verschiedene Kooperationen mit vielen Game-Franchises und anderen Produktionsfirmen aus Film, Geschichte, Fantasy, alles mit dabei. Ne? Und ich dachte mir, dieses eine Motiv, was ich mir jetzt bestellt habe, was hier drin ist, gefiel mir so gut, auch von der Farbpalette her, dass ich es unbedingt für meine Sammlung haben wollen möchte. Und ich habe es bestellt, kam vor knapp anderthalb oder zwei Wochen an, dementsprechend auch die ganze Zeit bei mir hier rumgelagert. Ich dachte mir, hey komm, machst mal ein Video darauf und stell es meinen Leuten mal ein bisschen vor. Ne? Und ich würde sagen, ich pack mal das Ganze hier mal aus und wir schauen uns mal an, um welches Motiv es sich genau handelt. Ja, da seht ihr schon die Verpackung mit dieser Überschrift. Ist sie schon relativ speziell, wie ich finde. Und im Grunde gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben hier eine herkömmliche Verpackung und hier im hinteren Bereich nochmal Displayed Collect Your Passions. Ne? Und ich würde sagen, wir machen mal diese Box auf. Ich habe sie schon ein bisschen vorgeöffnet gehabt, um euch das Gröbere zu ersparen, aber dennoch, oh wow, schauen wir uns das mal an. Da seht ihr es, ne? Also, dass sie sich hier nochmal persönlich bedanken bei allem mit dieser Schrift, ne? Und für jeden Kauf, sehe ich gerade, wow, das wusste ich gar nicht, wird eine Pflanze gepflanzt, also ein Bäumchen, so wie es aussieht. Und alles recycelbar, finde ich sehr, sehr gut, top Arbeit, ne? Und hier haben wir nochmal so eine Abdeckplatte. Nochmal das Ganze hier in groß geschrieben. Legen wir auch mal beiseite. Und im Grunde kommt jetzt hier das Herzstück. Oh wow, hier fällt jetzt so einiges raus. Ich pack mal. Hoppala. Das alles soweit beiseite. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal erstmal das ganze Zeugs an, was hier dabei ist. Das ganze Gruppenzeugs. Okay, wir haben hier Displayed, ja, wie man schon sehen kann, stellen sie hier ihre Motive vor. Wir haben hier wirklich alle Bereiche, Fantasy abgedeckt, Tiermotive, inszenierte Fotografie, wie man sehen kann, ne? Serien erkenne ich dort, Gaming-Bereiche und generell auch relativ schöne Motive. Ne? Man sieht hier den Fuji-San, kann man ganz gut sehen, etwas Abstraktes, Weltall und halt sehr viel Fantasy. Ne? Ja, hier ist so eine Art Discount-Code. Das zeige ich euch jetzt nicht. Vielleicht werde ich mir wohl nochmal einen Poster organisieren. Weiß man nicht. Und das war alles in dieser Schutzhülle drin. Tatsächlich, ja. Genau, hier drin war es. Ihr wundert euch jetzt, warum ich jetzt wahrscheinlich hier diese Handschuhe trage. Das hat einen bestimmten Grund. Ich möchte das Objekt hier, was ich hier habe, das zeige ich euch gleich, nicht verschmutzen, weil mir dieser Hochglanzoptik, wie ihr sehen könnt, doch relativ gut gefallen hat in diesem Promo-Dingens. Und jetzt reiße ich hier, ja, hier ist so ein Sticker drauf, das Ganze jetzt mal auf. Ja, wie sollte es denn noch anders sein, ne? Ihr kennt mich doch nicht. Leute, ihr kennt mich doch. Wahnsinn, oder? Also, es gab viele Motive von Lady Dimitrescu, es gab viele Motive zu Village, es gab Chris Redfield, das ursprüngliche Coverdesign, was man ja kennt aus dem Spiel. Ich werde euch die ganze Seite mal verlinken, da könnt ihr euch mal umschauen.
Allerdings hat mich diese Variante am meisten gecatcht. Und zwar, ich finde diese Gold-Schwarz-Weiß-Musterung, diesen Glitzer-Effekt, Glitzer-Partikel-Effekt einfach phänomenal. Gefiel mir sehr, sehr gut. Und das sieht verdammt, verdammt, verdammt hochauflösend aus. Das gefällt mir sehr gut. Ich kann noch ein bisschen mal ranzoomen, wie man sehen kann. Wow. Einfach nur wow. Ich hätte nicht gedacht, dass es so hochauflösend ist. Schaut euch mal die Kette von Lady D an. Auf Video kann man es leider nicht so gut erkennen, aber es hat so kleinere Glitzerpartikel drauf. Das ist unfassbar gut. Das zieht sich überall hier bis zum Boden runter und hier natürlich Village Resident Evil. Und das alles ist natürlich offiziell von Capcom. Ne? Und hier haben wir genau das nächste. Das ist eine limitierte Variante. Das ist die Anleitung, die wir hier haben. Moment, ich drehe das mal um. Papp, 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 papp. So, ganz vorsichtig. Wie man halt diese Metallposter an die Wand bringt. Das ist ganz wichtig. Darf nicht weggehen. Verloren gehen. Ich finde es einfach klasse, das Design. Man sieht hier im Hintergrund auch noch diese große Main Hall von Lady Dimitrescu Schloss. Ne? Hier dieser riesen Kronleuchter ist gut zu erkennen. Ich finde einfach diese goldschwarze Färbung hier, was so ein bisschen ins Rötliche verläuft, hier an ihrem Hut da, ne? Einfach der Wahnsinn. Und auch ihre Lippen. Der Lippenstift kommt auch sehr gut zur Geltung. So, hier im Hintergrund haben wir. Oh, hier ist dieser Magnet. Genau. Das ist nicht allzu groß. Tatsächlich, ne? Und blab, 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 blab. Also der Werdegang ist so, man hat einmal diesen Magneten, den ich euch gerade gezeigt habe, den ich gerade weggelegt habe, genau hier. Genau, die legt man an die Wand. Bevor man das tut, soll man mit diesem Reinigungskit die Wand reinigen. Vor Fetten oder anderen kleineren Mini-Partikeln macht man die Wand erstmal sauber und schmeißt dann das Teil an die Wand, klebt dann das an die Wand und im Prinzip haftet das so und euer Poster hängt dann quasi an der Wand. Genau. Und das ist auch ziemlich fest, wie ich gerade das Ganze so mitbekomme. Wow, ja. Also hält auf jeden Fall gut. Magnet ist ja stark. Hier ist nochmal so ein Zertifikat, dass es halt kein Fake ist. Ne? Titel ist A Real Theme Fatal. Natürlich Resident Evil Village. Und hier haben wir die Limitierung. 734 von 1000. Das ist eine kleine Ansage tatsächlich. Ne? Und hier natürlich der Designer, der dann noch eine Unterschrift dazu gegeben hat. Alles natürlich handgeschrieben, wie es aussieht. Gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Einfach Wahnsinn. Also super, super Motiv. Das Ding ist, wenn man diesen Magneten einmal an die Wand angebracht hat, kriegt man das nicht mehr raus. Es gibt aber auf der Seite von Displayed noch weitere Optionen, an diese Magnete heranzukommen. Die kann man sich wahrscheinlich holen in verschiedenen Stückzahlen, falls man diese Poster an eine andere Wand ranbringen möchte oder an eine andere Seite oder gegenüberliegende Seite oder wie auch immer. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man vorher die Wand damit reinigt. Im Prinzip war es das auch schon. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Poster aussehen werden, die sie zukünftig machen werden. Und ich glaube, dass ich mir noch ein, zwei, drei Objekte Poster holen werde. Meine Überlegung ist tatsächlich, ob ich es schaffen werde, dieses Poster hier nochmal an eine Wand zu bringen beziehungsweise vorher noch in den Rahmen reinzustecken, ne? In den Bilderrahmen, was das nochmal extra schützt. Die Frage ist dann aber natürlich, ob dann dieser ganze Perlglanzeffekt, ne? Ihr seht es ja, wie es so glitzert, da bei den Krähenfedern, wie man sehen kann, diese einzelnen Partikel, die da sind, ob das dann noch so zur Geltung kommt, ne? Allein durch die Spiegelung und so weiter und so fort. Ja. Also wirklich, Top-Design, gefällt mir sehr gut. Hier muss ich auf jeden Fall zuschlagen und das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu meiner Resident Evil Village-Sammlung, finde ich. Ne? Und umso positiver ist es natürlich, dass es von offizieller Seite kommt. Ich denke, Lady D wird sich sehr gut über meine Lady D-Statue machen. Die 1-4-Statue, die ich hier habe, die ich euch auch nochmal bald vorstellen möchte. Ich habe ja noch zwei Promo-Poster, zwei offizielle Promotional-Shop-Poster, die ich auch nochmal in den Bilderrahmen packen werde. Und dann muss ich mal gucken, wie das so alles abgestimmt gut aussehen wird. Ne? Auf jeden Fall brauche ich Platz dafür. Das ist ja das nächste. Platz ist sehr, sehr schwierig und ein sehr, sehr schwieriges Thema auch bei mir. Ne? Also im Listen möchte ich dieses Thema gar nicht erst ansprechen. Aber gut,
Okay, jetzt ein bisschen zu Bienen. Das war es eigentlich auch schon. Das war ein kurzes Video gewesen zu Display generell. Ne? Und ich werde euch das Ganze alles mal verlinken, damit ihr auch auf die Seite zugreifen könnt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es diese Lady die Poster-Variante noch gibt. Wie gesagt, sie ist limitiert auf 1000 Stück. Und müsst einfach mal vorbeischauen. Ja, genau. Das war es im Prinzip von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.